Ein herzliches Willkommen zu diesem Webinar. Hey, ich wollte schnell ein paar Worte sagen zu den Herausforderungen beim Backup, die wir hier haben. Ich sehe das hier aufgeschlüsselt in drei verschiedene Säulen. Ganz kurz, vielleicht das Wichtigste aus jedem heraus. Sicher die SLAs, wo wir mittlerweile vielleicht ein bisschen Probleme haben, die zu erreichen, weil man halt immer kürzere oder kleinere Backup-Fenster hat. Das ist etwas, wo das Business ein bisschen nicht so schön findet oder reklamiert. Die ganze Konsolidierung. Man braucht wirklich für alles immer wieder spezialisierte Leute. Es ist nichts aus einem Guss. Dort klemmt es ein bisschen. Und für mich eigentlich das Wichtigste ist das in der Mitte, die Komplexität. Das werdet ihr nachher sehen. Die muss wirklich verschwinden, dass man da einfach ist in der Lizenzierung, einfach ist im Aufsetzen, einfach ist im Operation von dem ganzen System. Oder ganz kurz gesagt, es muss einfach eine moderne Lösung sein, die das Ganze abdeckt. Das nächste Slide. Hier sehen wir jetzt kurz, wenn man die drei Säulen ein bisschen aufschlüsselt auf wirklich richtige Fragen, die man den Kunden gestellt hat. Und da sehen wir, es ist wirklich, auch meiner Meinung, wirklich die Komplexität, die da wirklich weg muss, das Oberste. Mittlerweile eben Backup Success Rate, das ist ganz unten. Da ist man sich auch nie sicher, funktioniert jetzt das? Ist es das wirklich, schreibt das an den richtigen Ort? Und so weiter. Also da sind Sachen, wo sich wirklich die Leute Gedanken machen, wo sie stört. Und ich denke, das können wir mit einem wirklich guten Backup-Konzept, wo auf coolen Hardware und Software basiert, entsprechend lösen und aufbrechen für die Leute. Ein paar Worte zu Veeam, falls es jemand nicht würde kennen. In der Schweiz sind wir zu Bardi heim, mittlerweile das Headquarter auf Amerika geschoben, was aber nichts macht. Der NPS-Score, da sind wir immer ein bisschen stolz, der ist relativ hoch. Das sind so Fragen, denen würde ich das Produkt weiterempfehlen. Und wenn man dort hoch drin ist, ist es natürlich eine coole Sache. Wir sind immer noch, obwohl wir jetzt mittlerweile eigentlich Teenager sind und nicht mehr ein Start-up, immer noch gross im Wachstum inne. Und zu Europa mittlerweile die Nummer 1 im ganzen Enterprise Backup, was uns natürlich sehr stolz macht. Mit Nutanix Partnerschaft pflegen wir jetzt schon länger, sind jetzt schon im dritten Jahr, wo wir am Anfang mit dem Veeam Backup von Nutanix Version 1 angefangen haben, dann in die Main-Welt eingestiegen sind. Und jetzt auch relativ frisch mit Version 2 von Main und der Version 2 vom Backup für AHV mit der Nutanix unterwegs sind. Gut, dann übernehme ich. Herzlich willkommen von mir. Einen kurzen Überblick zu Nutanix wollte ich euch geben, damit ihr so ein bisschen versteht, die noch keine Berührungspunkte haben, was Nutanix ist. Wir haben vorher gehört, Veeam Nummer 1 im Backup-Bereich. Nutanix ist bekannt für HC, also Hyperconverged-Lösung. Wir sind dort Nummer 1 in diesem Bereich. Heisst also, mit meinen, ja, haben wir da eine Kombination von den beiden Nummer 1, also das kann nur eine gute Geschichte sein. Was macht Nutanix im HCI-Bereich? Man ist eigentlich angegangen und hat, wie man es vorher bei der Komplexität, bei den Backup-Painpoints gehört hat, wir gehen her und modernisieren das Rechenzentrum. Also das heisst, wir lösen klassische Dreitier-Architekturen ab. Man sieht das hier auf der linken Seite von dem Slide, wo wir klassisch ein Storage-System haben. Wir haben einen Storage-Controller, wir haben ein Fiber-Channel-Netzwerk, wir haben die ganzen Verkabelungen, also die ganzen Verbindungspunkte. Wir haben oben drüber nachher den Server mit den ganzen Compute-Ressourcen drin, Memory, CPU, Disk und so weiter. Und haben dann oben drüber noch eine Virtualisierung und am Schluss ja, die VMs oder die Applikationen oder Dienst, also das, was wir eigentlich ja betreiben wollen. Nutanix
in einem ganz einfachen Satz gesagt, geht her, nimmt den ganzen unteren Teil, also Compute, FC, Fabric, Storage Controller, Storage System, SAN und münzt das in einen Appliance rein. Das ist x86 Hardware. Das gibt ganz verschiedene Hardware-Plattformen, die da supportet werden. Und tut eigentlich so den ganzen Footprint reduzieren. Also das heisst, wir tun sowohl den Rechenzentrum-Footprint, also das heisst, die Höheneinheiten, in einem Rack zum Beispiel, reduzieren. Also durch das, dass wir die ganzen Komponenten ablösen können und in einen Appliance schränken, haben wir das einmal reduziert. In der Regel ist das etwa 50%, wenn man da oben runterkommt. Das Wichtigere aber aus meinen Augen, wir reduzieren die ganze Komplexität. Also wir haben auf der linken Seite einen Haufen Verbindungspunkte, die müssen untereinander zusammenspielen. Da müssen die Firmware-Stände stimmen. Wenn wir etwas upgraden, dann müssen wir die anderen Komponenten auch upgraden. Das muss alles kompatibel sein von der Versionsstand her. Zudem haben wir Komplexität, was das Management angeht. Wir haben für jedes System eine eigene Administrationsoberfläche, ein eigenes Tool, das wir vielleicht installieren müssen. Und all das reduzieren wir mit Nutanix Hyperconverged in eine Plattform, in ein Management Interface, in eine Appliance. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt hier, wie so ein Cluster aussieht. Man startet in der Regel mit einem 3-Node-Cluster, also das sind die 3 x86 Server da, die haben die entsprechenden Platten drin, die haben Netzwerkkarten drin, die haben CPU drin, RAM drin, etc. Man könnte darauf oben nachher einen Hypervisor laufen lassen. Das hat man vorher in der Animation ein bisschen gesehen. Man liefert aber auch einen Hypervisor mit. Das heisst, es kommt ein Nutanix AHV Hypervisor mit dieser Lösung mit. Wir schränken also den Hypervisor, wie man das von einer Public Cloud her kennt, mit ins System, mit in die Plattform 3 und kümmern uns am Schluss eigentlich nur noch auf die Applikation, die oben drauf läuft. Nächstes Slide bitte. Was bedeutet das? Wir sehen jetzt hier die 3 Nodes bzw. N-Nodes nebeneinander aufgelistet. Wie gesagt, da drin haben wir x86 Hardware, wir haben Flash, NVMe, sogar Optane oder HDDs als Disk-System drin. Wir haben RAM, CPU, da gibt es verschiedene Ausführungen, verschiedene Plattformen, die man da wählen kann. Baut das als Cluster auf. Und nochmal einen Klick bitte. Was wir machen, wir nehmen die Controller, also die Storage-Controller, die wir vorher physisch hatten, nehmen wir weg und tun das in sogenannten CVMs betreiben. Das heisst, in dieser CVM, man sieht sie hier rechts oben bei den VMs, das ist ein Nutanix Controller VM, nennt sich das. Dort ist die ganze Intelligenz drin. Also das heisst, dort kommen alle Funktionalitäten her, dort kommt der ganze Hyperconverged-Teil her, die ganze Intelligenz, die Automatismen, Selbstheilung und so weiter, kommt alles aus dieser VM, aus dieser Controller-VM. Die läuft auf jedem Node, die redet untereinander, also die weiss genau, auf dem Node habe ich die und die Specs, habe ich die und die Dienste, die laufen, auf dem anderen Node die entsprechend anderen. Und somit kann ich da ein grosses Cluster bilden, wo dann ein grosses Konstrukt bildet. Unendurch sehen wir hier den Storage Pool. Das heisst, wir machen aus diesen internen Disken von einem Node machen wir einen grossen Storage Pool, wo alle Nodes darauf zugreifen können, also eine Art Shared Storage, und können so dann eigentlich ja, von jedem Node entsprechend VMs betreiben, Daten ablegen, Daten redundant halten etc. Das Schöne ist hier, man sieht es hier mit diesen Pünktchen zwischen Node 2 und einem weiteren Node. Man könnte das ganz einfach skalieren. Das heisst, wir tun mit den Ressourcen, die wir heute brauchen, anfangen. Also wir sizen das so, dass wir entsprechend, was wir heute an Ressourcen brauchen, können wir mit dem System abdecken und können dann beliebig wachsen in Zukunft mit einfach weiteren Nodes hinzufügen. Das ist ein sehr, sehr cooler Punkt. Nächstes Slide bitte.
da kommen wir auch zu den ich sage mal Features oder Funktionalitäten, die uns das nachher bietet. Ich sage, wir haben alles, was ein Enterprise Storage System braucht, haben wir da mit drin. Wir haben alles, was ein moderner Hypervisor liefert, haben wir da mit drin. Und ja, können so eigentlich ja, ein Rechenzentrum komplett modernisieren. Wir haben Snapshots, wir haben Clones, wir haben das Data Tiering. Also das heisst, wenn wir eine Node mit verschiedenen Disk-Systemen ausbauen, sagen wir SSD und HDDs, dann können wir das vollautomatisch tieren. Kalte Daten gehen auf die HDD, die SSDs bleiben frei für Performance, für heiße Daten, für Daten, die Performance brauchen. Alles voll intelligent, voll automatisch. Man muss da nicht irgendwie selber Daten umschieben, sondern das macht die HC-Lösung an sich. Wir haben Compression, Deduplizierung, wir haben verschiedene Redundanzlevel, 2, 3. Wir können sagen, wir wollen so und so viele Komponenten von einem System verlieren, wir wollen so und so viele Nodes verlieren. Wir können sagen, wir wollen einen ganzen Node können ausfallen lassen und trotzdem läuft unser System weiter mit gleicher Performance, mit gleicher Ausfallsicherheit und wir können den Node reparieren, wieder ins System aufnehmen und die Daten werden wieder neu oder auch die VMs-Dienste werden wieder neu verteilt. Replikationsmöglichkeiten zwischen den Cluster, Metro Availability, also wir können auch Metro Cluster bauen, etc. Vom Security Aspekt her haben wir verschiedenste Sachen. Zum einen unterstützen wir Verschlüsselung, sehr, sehr wichtig. Wir unterstützen auch Self-Encrypted Drives, also das heisst, dass auch ein Hardware-System Verschlüsselung auf der Harddisk möglich ist, Software-Verschlüsselung ist möglich und wir können natürlich auch entsprechend die Kommunikationswege verschlüsselt stattfinden lassen. Nächstes Slide bitte. Damit ihr so ein das Gesamtbild von der Nutanix, ja, vom Nutanix-Portfolio mitbekommt, wir machen nicht nur rein HCI, also nicht nur Hyperconverged Infrastruktur, sondern bauen eigentlich einen kompletten Stack auf. Wir sagen dem, wir betreiben dann eine Private Cloud. Also nicht nur einfach ein dummes Rechenzentrum, sondern effektiv eine moderne Private Cloud on-prem. Wenn wir von unten her anfangen in diesem Stack, da, dann haben wir zum einen die Modernisierung von der Infrastruktur, das habe ich jetzt vorher erklärt. Wir haben dort ein Prism drin. Das Prism ist das zentrale Management. Also das heisst, alle Komponenten vom System, alle Softwaremöglichkeiten, alle Features tun ich über ein Interface bedienen, bis auf die Hardware runter. Also ich mache auch ein Firmware-Upgrade mit einem einzigen Klick in Prism. Mache ich ein Firmware-Update von der Hardware oder ich aktualisiere meinen Hypervisor etc. Wir haben oben drüber nachher Security. Da haben wir ein Flow als Beispiel für Mikrosegmentierung. Das heisst, wir können den East-West-Traffic konfigurieren, einschränken. Auch das, wir haben es am Anfang ein bisschen gehört mit Ransomware, ist auch da ein spannendes Thema, weil ich kann wirklich auch sagen, ich tue gewisse VM, die irgendwelche Anomalien hat, tue ich in eine Quarantäne abkapseln und entsprechend ja, so den Traffic auf die anderen Systeme einschränken. Wir haben nachher oben drüber, wenn es um Dataservices geht, Konsolidierung von Dataservices mit Volumes, wo Block Storage ist, mit Files, wo File Storage ist und Objects, wo Object Store ist. Also das heisst auch da, wir können die HCI-Plattform brauchen, um alle Dataservices eigentlich konsolidieren. Also ich muss nicht separat noch einen Filer irgendwo haben, sondern ich muss können eine NAS-Funktionalität im Netzwerk zur Verfügung stellen. Wieso mache ich das nicht auf meiner HC-Infrastruktur? Automatismen mit Calm. Calm steht für Cloud Application Lifecycle Management, wo wir wirklich die ganze Infrastruktur nochmal automatisieren können. Automatisches Deployment von VM, automatisches Deployment von Services, Vollautomatisieren von der Infrastruktur, automatisch Ressourcen ausbauen oder aufblasen, schrinken. Und das nicht nur für die On-Prem-Infrastruktur, sondern, wie es ja heisst, Cloud Application Lifecycle, auch in die Public Cloud, also wie GCP, AWS, Azure etc. Oben drüber natürlich sehen wir dann dort das Mine. Das Mine werde ich nachher noch mal ein bisschen im Detail erklären.
was cool an dem Ganzen ist. Nächstes Slide bitte. Das war ein bisschen schnell gewesen. Genau, vom Lifecycle Management her, ja, es geht schon beim Kaufen los und da geht es auch in Richtung Main. Ich kaufe das als Komplettpaket. Ich kaufe das auch schon vorprovisioniert, also das heisst, das kommt eigentlich schon mit einem gewissen Stand. Also ich komme nicht einfach dumme Hardware über und muss mich selber darum kümmern, sondern das kommt schon mit einem Grundstock daher, mit Lizenzen daher etc. Wir haben ein einfaches Deployment, das zeige ich auch nachher noch schnell, was das in meinem Umfeld bedeutet. Wir haben so ein Cluster innerhalb von Minuten, Stunden haben wir den up and running, können VMs drauf betreiben, können Mine drauf betreiben, was auch immer. Genau. Einfaches Management, Prism, ich habe es schon angesprochen, ist HTML5 basiert, ist sehr, ja, sehr grafisch orientiert, also das heisst, man sieht einen Haufen, es ist schön mit Farben aufgeteilt, man kann dynamisch sein Dashboard anpassen, auf jeden Fall ein Blick wert. Man kann da auch mit verschiedenen Rollen arbeiten, dass man einen Admin zum Beispiel hat und einen Viewer, einen Operator und so weiter. Insights, Machine Learning, das Ganze kommt eigentlich ein bisschen aus dem Public Cloud Ansatz raus. Also man hat bei der Entwicklung von der HCI-Lösung geschaut, wie wird ein Public Cloud betrieben. Wie ist es möglich, dass so wenig Leute, so wenig Manpower, so riesige Rechenzentren betreiben? Und das ist einfach nur möglich durch Automatismen, durch Machine Learning. Das heisst, das System an sich lernt über seinen Normalzustand und merkt, wenn zum Beispiel etwas nicht okay ist, wenn Anomalien auftreten, wenn die Performance einbricht. Kann so auch vorausschauen, also es merkt zum Beispiel, wenn ein Disk langsam an Performance verliert, an IOPS verliert, meldet es das und man könnte proaktiv zum Beispiel die Disk schon mal austauschen und einen Fehler zum Beispiel schon mal im Voraus eliminieren. Capacity Planning, sehr, sehr wichtig. Ich habe gesagt, wir skalieren einfach. Wir startet klein und skalieren dann auf. Heisst, wir haben da sehr schönes Capacity Planning drin, wo wir sehen, hey, unsere Ressourcen sind dann und dann an einem Engpass und wir bekommen auch gerade Empfehlungen über, was an Ressourcen dass wir dazu bauen in einer Node. Mehr CPU, mehr RAM, mehr Storage etc. Upgrade aus dem Prism raus, ein Klick, Upgrade von der ganzen Infrastruktur mit allen Software-Services drauf. Mit Hypervisor, mit Firmware habe ich schon angesprochen. Und Skalierung. Man startet bei einem Node, was eingeschränkt User-Chat. Normalerweise 3 Node, voll redundant und dann skalieren bis X. Nächste Slide bitte. Noch ganz kurz, ich habe angesprochen, Hypervisor und so verschiedene Hardware-Plattformen. Uns ist sehr, sehr wichtig. Wir sind ein Softwareunternehmen. Für uns ist die Plattform, also die Hardware ist ein Vehikel, das heisst, wir supporten verschiedenste Plattformen. Das kann Cisco, HP, Dell, Supermicro etc. sein. Das ist uns eigentlich so weit egal. Ihr könnt da Plattformen nehmen, die euch am liebsten ist, wo ihr vielleicht Verträge habt etc. Wir sind auch vom Deployment-Modell frei. Also das heisst, wir liefern die Software, ob ihr die on-prem betreibt, ob ihr die in der Cloud betreibt, wie zum Beispiel bei AWS, ist uns egal. Wir binden auch Public Cloud-Dienste an und das für entsprechend die verschiedensten Services. Consumption Models, es gibt verschiedene Modelle, wie man das abrechnen kann. Wichtig, verschiedene Hypervisor. Wir liefern unseren eigenen Git zwar mit, wir supporten aber auch VMware, Hyper-V als die zwei grössten entsprechenden Hypervisor und das voll funktionstüchtig auf der Plattform. Gut, dann gebe ich zurück zum Ivan. Genau, Mittel zum Zweck in dem Fall ist Veeam in dem Konstrukt. Also, wenn ihr als Kunde auf der Primary-Seite, auf der produktiven Seite mit Nutanix AHV zum Beispiel arbeitet, ist Veeam dann eigentlich der Weg, die Daten auf die Nutanix Mine überzubringen.
Speziell für Nutanix AHV Xander haben wir ein Plugin, also es ist eigentlich nichts anderes als ein Plugin, das da zum Zug kommt, wo man installiert auf der Plattform und entsprechend dann die Backup kann abziehen. Ihr seht links, wir haben verschiedene Integrationen, die ganze Snapshot, Nutanix Snapshot-Geschichte. Also ist voll integriert. Nächste Slide. Da sehen wir mal, wie das Plugin deployed wird in die Umgebung. Sehr einfach, Proxy, rechte Maustaste, add Nutanix Proxy und schon haben wir das drauf und können dann entsprechend die Funktionen nutzen. Für nachher das ganze Operating lehnen wir uns an die Nutanix Prisma HTML-Geschichte an. Ihr werdet dann sehen, wenn ihr die Backup-Jobs macht, ist das Look and Feel von Prisma, wo wir da aufgenommen haben, mit den Funktionen, die ihr sonst kennt vom Veeam. Verschiedenste Möglichkeiten, die Backups zu machen. Zum Beispiel, wo ich da ein bisschen hervorhebe, ist Snapshot-Only-Jobs. Also man muss nicht unbedingt immer die Daten wegziehen, man kann sie zwischendrin auch vom System lassen. Exclusion, Notifikation und so weiter, alles das ist dabei bei der Job-Creation oder Backup-Job-Creation oder wenn der Backup-Job dann durchläuft. Natürlich kein Backup ohne Restore oder kein Restore ohne Backup. Da auch wieder einfach, so wie man das kennt. Ob man jetzt das über die Prisma-Oberfläche macht oder direkt aus dem Veeam Backup and Replication, funktioniert genau gleich. Das Look and Feel vom entsprechenden GUI dann in dem Fall und die verschiedenen Restore-Möglichkeiten. Also Restore direkt in die ganze Nutanix AV-Infrastruktur, Restore up the Jobs und so weiter. Community Edition, die ihr da unten seht, das ist wahrscheinlich eher für kleinere Geschichten, limitiert auf 10 virtuelle Maschinen, aber dafür gratis. Vielleicht das etwas, das ihr mal testen könnt. Oder das Tool, das man eigentlich einsetzt für Desaster-Geschichten, wenn man jetzt wirklich gar nichts mehr hat. Schnell die Gratis-Version installieren und restoren mit Veeam funktioniert immer gratis. Das so ein bisschen als Hintergrund, falls es dann wirklich mal nötig wäre. Das ist wirklich jetzt ganz kurz gewesen. Wie bringe ich die Backup von einer Nutanix primären Plattform über ins Main als Repository? Und ich denke, jetzt kommt die Main-Geschichte von Phil. Ja, genau. Genau, danke. Zurück zu mir. Jetzt, um die zwei Sachen zusammenzubringen. Also wir haben eigentlich, wie gesagt, die Nutanix-Plattform genommen, haben sie mit Veeam Backup verheiratet und haben das als komplettes, in sich geschlossenes, nein, es ist nicht geschlossen, aber als in sich fertiges System eigentlich verschmolzen. Man sieht da nochmal ein bisschen auf der linken Seite, das ist so ein Déjà-vu. Wir sind eigentlich angegangen und haben geschaut, okay, wie sieht die Legacy-Backup-Infrastruktur aus. Sieht auch da ein bisschen ähnlich aus wie bei einer 3-Tier-Rechenzentren-Architektur. Also das heisst, wir haben auch da wieder Compute, Storage-Netzwerk, Storage darunter etc. Wieso also nicht angehen und das Ganze auch da wieder vereinfachen? Also das heisst, wir nehmen das, die komplexe Architektur und packen das wieder in eine Appliance rein. Also wir nehmen da auch wieder Computing, Netzwerk, Storage in eine Appliance, HCI-Software obendrauf, Nutanix-Software obendrauf, Veeam obendrauf, verschmolzen als mein und nehmen so eigentlich die ganze Komplexität raus. Wir eliminieren die ganzen Management-Interfaces, wir eliminieren die ganzen Verbindungspunkte, die, ja, ich sage mal, Schwachstellen, vielleicht Flaschenhals, vielleicht auch Problemstellungen, die wir aus so verschiedenen Verbindungspunkten raus haben. Und ja, eliminieren das Ganze auf Main. Nächste Folie bitte. Was bedeutet das? Wir haben da mal gegenübergestellt, was Nutanix und Veeam bedeutet. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, man hat echt den Marktleader für HCI genommen, Nutanix, und mit dem Marktleader für Data Protection vereint. Und das auf einer Plattform.
ja, die Folie springt immer noch ein bisschen hin und her. Wir haben das One-Click Simplicity, das ich über das Prism das ich schon angesprochen habe. Also die ganze Plattform verwalten wir über das Prism mit möglichst wenig Klick. Es ist immer das Ziel, zum Beispiel ein Upgrade möglichst zu vereinfachen. Also das heisst, oder das, die ganze Bedienung, aber im Beispiel vom Upgrade, wir müssen nicht hergehen, 100 verschiedene Firmwares updaten, sondern wir sagen, wir fahren jetzt ein Upgrade, wir lupfen den Hypervisor, wir lupfen die Firmware und bringen alles mit einem Klick auf den neuesten Stand, ohne dass wir da irgendwie manuell gross müssen, etwas machen. Das Gleiche haben wir von der Einfachheit, von der Simple, vom Simplen her, von Vim, von der Backup-Lösung. Also das heisst, wir haben auch dort wieder die zwei, ja, ich nenne sie mal Überbegriffe, miteinander verschmolzen. Kannst du noch mal eins zurück, Stefan? Freedom of Choice habe ich angesprochen. Man könnte da verschiedene Dinge wählen. Rapid Time to Value, also auch da schnell aufsetzen, schnell die ersten Backups machen, ohne dass man irgendwie gross ja, Zeit verlieren. Gut, jetzt kannst du es lagen lassen. danke. Was ist die Architektur? Beziehungsweise was für Architekturen können wir entsprechend abdecken? Wir sehen auf der linken Seite verschiedene Infrastrukturen. Zum einen haben wir zuoberst die virtualisierte Infrastruktur auf einer Nutanix-Plattform. Also die Quelle, wo unsere VMs laufen, ist Nutanix. Wir haben darunter in der Mitte haben wir eine klassische Virtualisierungsumgebung, sagen wir mal mit VMware, vielleicht eine 3-Tier-Umgebung auch. Dort drauf oben haben wir auch wieder VMs, Applikationen und Dienste. Und besonders haben wir aber auch noch klassisch physische Systeme. Ja, vielleicht sind wir noch nicht zu 100% virtualisiert, wie es in den meisten Fällen ist, irgendein physischer Host, irgendein physisches System, sei das SAP oder Oracle oder was auch immer, schwirrt noch irgendwo rum. All diese Plattformen können wir mit MIME sichern. Also das heisst, wir bringen Backups von den verschiedenen Architekturen, die wir hier haben, auf die MIME-Plattform. Auf der MIME-Plattform haben wir nachher ja, halt unsere Appliance plus Veeam-Software obendrauf. Das Ganze ist aber auch weiter verschmolzen. Also es läuft nicht nur einfach Veeam als Dienst oder als Software obendrauf, sondern wir haben das, wie es Ivan schon gesagt hat, ins Prism integriert. Also das heisst, wenn wir jetzt zum Beispiel auch weitere Nutanix-Plattformen, Nutanix-Cluster im Einsatz haben, können wir dort aus einem GUI raus, aus einem Look and Feel raus, sehen wir direkt, läuft unsere produktive Infrastruktur, läuft unsere Backup-Infrastruktur, laufen die Backups, ist alles irgendwo grün oder ist irgendwo ein rotes Indikator, dass ich mal reinschauen sollte. Auf der rechten Seite haben wir nachher den Ablageort. Das kann auch da wieder eine Nutanix-Plattform sein. Das kann auch ein Object Store sein, wo zum Beispiel von Nutanix, ich habe es am Anfang angesprochen, wir können ein Object Store zur Verfügung stellen. Also das heisst, man könnte auch da wieder das auf eine Nutanix-Plattform auslagern, mit Object Storage zum Beispiel. Man könnte aber auch ganz normale S3-kompatible Storage anbinden, ob man das in der On-Prem-Infrastruktur betreibt oder aber auch in der Cloud entsprechend ja, ausgelagert. Und zum Schluss, ja, da wir Veeam im Einsatz haben, können wir natürlich auch mit Tape arbeiten. Stefan hat das angesprochen für die Archivierung etc. Ja, können wir auch da entsprechend anbieten. Kompatibilität, nochmal eins weiter bitte. Ist eigentlich das Gleiche in animierter Form. Wie gesagt, Nutanix, vSphere, Hyper-V, physisch auf die Plattform. Und nochmal weiter bitte. Genau, die verschiedenen Komponenten. Wir haben in der Mitte ist Nutanix Mine with Veeam. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich sage mal, eure Backup-Anforderungen sind ja nicht immer gleich. Das heisst, wir haben da gibt es noch das Xtra-Small über Small bis Medium als Start-Bundle. Das sind verschiedene Storage-Grössen, die man da anbietet. Da könnt ihr mit
Stefan oder Dominik Kontakt aufnehmen. Die helfen euch da, wenn es ums Sizing geht. Dann haben wir oben drauf Nutanix OS, das ist die Hyperconverged Software von Nutanix. Wir haben Veeam mit dem Backup and Replication in der Enterprise Plus Version und haben dann auch die verschiedenen Veeam-Komponenten mit Windows-Server, die es braucht, mit den Veeam Ubuntu Appliances für die Gateway und Repository etc. Das Schöne ist, wir haben den Support auch da kombiniert. Also das heisst, obwohl das zwei Hersteller sind, ihr läutet nur bei einem an und werdet entsprechend geholfen. Ob das dann um die Plattform geht oder um Backup-Software oben drauf, spielt dann in dem Sinn eigentlich keine Rolle. Cool auch, automatische Installation. Wir haben noch ein Video, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, um das zu zeigen. Und sonst zeigen wir euch das gerne dann im Nachgang, wenn es euch interessiert, wie so ein Deployment aussieht. Also Nutanix, Mine, inklusive Veeam, ist aufgesetzt innerhalb von vielleicht einer Stunde, vielleicht zwei. Und dann läuft das Ganze. Man sieht hier, wie das funktioniert. Man kommt die Pre-Staged Appliance über, also die hat schon einen Grundstock an Software drauf. Man lädt nachher eine sogenannte Foundation for Mine Virtual Appliance runter, lädt die als VM auf dem Stack oben laufen und dort drüber rein können wir nachher auch wieder über den Browser ein paar Konfigurationssachen machen. Also, sagen wir, IP stellen, Hostnamen vergeben, Passwörter vergeben etc. Und lasst das nachher laufen und innerhalb von eben weniger als zwei Stunden haben wir ein voll funktionsfähiges System mit allem drum und dran aufgesetzt, mit der Backup-Software, also mit Veeam drauf, mit Prism drauf. Wir können nachher direkt ins Prism rein, können auch dort wieder auf die HTML5-Oberfläche gehen und direkt die ersten Backup-Jobs einrichten. Genau, ich überlasse dir, Stefan, ob du zeitlich das Video abspielen oder in dem Fall nicht. Wir schicken euch aber die Präsentation und die Aufzeichnung sicher im Nachgang, also das könnt ihr dann ganz in Ruhe euch anschauen. Da noch kurz das Dashboard. Prism ist das als Grundsatz. Da oben drauf kommt nachher das Mine Dashboard mit drauf. Man sieht hier auf der linken Seite nachher ein paar Cluster-Informationen. Haben wir grundsätzlich einen gesunden Zustand? Ist das herzlich grün oder orange oder rot? Läuft alles? Haben wir noch genug führige Kapazität? Man sieht dann auch gerade darunter die entsprechenden Storage-Auslastungen, wir sehen auch Throughputs direkt aus dem Dashboard raus, wir sehen in der Mitte, was für Systeme haben wir protected. Man sieht jetzt hier zum Beispiel die ganze kleine Umgebung, mit, also eine Demo-Umgebung mit drei Systemen. Das eine VM ist eine VMware-VM und zwei VMs kommen von einer Nutanix-Plattform, also von einem Nutanix Acropolis Hypervisor. Hyper-V haben wir jetzt da keine, aber es soll euch einfach so ein bisschen den Eindruck geben, beziehungsweise den Einblick geben, man könnte da auch entsprechend mehrere Infrastrukturen gleichzeitig anbinden. Capacity, Jobstatus, vielleicht irgendwelche Alerts, zum einen von der Plattform und auf der rechten Seite aus dem Veeam raus, ob man dort entsprechend irgendwelche Alerts hat. Da drüber rein, man sieht es auch links, steht Veeam, Launch Console. Man könnte dort auch direkt die Veeam-Konsolen aufrufen und dort Veeam konfigurieren, Veeam einrichten, Backup-Jobs einrichten etc. So wie man es von Veeam entsprechend halt auch kennt. Gut. Von den Ressourcen her, wie gesagt, das ist ein Produkt von Veeam und von Nutanix. Das heisst, es gibt auch verschiedenste Ressourcenmöglichkeiten auf den verschiedenen Webseiten, zum einen von Veeam, zum anderen von Nutanix. Wir haben euch da mal ein paar als Start aufgelistet. Da gibt es auch zwei YouTube-Videos, die spannend sind. Bezüglich Aufsätze, Full Deployment und Demo, falls ihr euch das anschauen wollt, oder aber nein, gut, das von mir.